ihr Lieben! Hallo! Herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu unserer Sonntag-Challenge! Yay! Ihr habt wieder abgestimmt und ihr habt euch für eines unserer Lieblingsthemen entschieden. Genauer gesagt für unsere Lieblingsthemen. Genau, Eva und Katis Lieblings-DIY. Also, wir haben jeder so unser absolutes Lieblings-DIY für euch gemacht. Eins unserer absoluten Lieblings-DIY. Ja, ich glaube, wir haben beide nicht ein spezielles, sondern es gehört einfach zu unseren Favoriten. Mhm. Ihr könnt natürlich wieder abstimmen, seid ihr Hashtag Team Eva, Hashtag Team Kati. Oder? Hashtag Team beide. Genau. Einerseits, wer hat es besser umgesetzt? Andererseits, seid ihr vielleicht eher Typ Eva oder Typ Kati? Ja, also welches Lieblings-DIY entspricht euch mehr? Welches Lieblings-DIY entspricht eurem Basteltyp mehr? So, dann geht's jetzt auch endlich los. Mit der ersten Idee. Viel Spaß! Ich liebe ja so klitzekleine DIYs, die man ganz schnell machen kann, wenn man schnell noch eine kleine Überraschung braucht oder was Kleines verschenken möchte. Und ich habe hier dieses super niedliche kleine Schweinchen. Das habe ich mal aus Seeklee gebastelt, ich glaube zu Silvester. Und dafür werde ich eine klitzekleine Geschenkverpackung basteln, ganz einfach nachzumachen. Dafür habe ich einen Briefumschlag. Das ist jetzt so ein Briefumschlag, der sich an der Seite öffnen lässt, aber man kann das auch mit einem normalen Briefumschlag machen. Ich habe Washi-Tape und ich habe ein paar coole Sticker zum Gestalten. Und ich werde daraus eine kleine Geschenktüte basteln. Das ist super, super einfach. Hier bei diesem Umschlag ist es schon praktisch, weil es ja oben aufgeht. Dann ist es noch einfacher, wenn der Umschlag so wie üblich hier dieses Dreieck hat, dann würde ich das erst zukleben und eine Seite oben aufschneiden. Und dann geht es genau wie mit diesem hier. Ihr faltet an beiden Seiten so einen kleinen Streifen nach innen, je nachdem, welche Form die Tüte haben soll, kann das so zwischen 1 und 2 cm sein. Und das sollte an beiden Seiten gleich sein. Also ich falte an beiden Seiten jetzt einen schmalen Streifen nach innen. Dann falte ich das Ganze wieder auseinander. Dann gehe ich einmal hier mit der Hand rein. Und vielleicht seht ihr schon, ich falte das hier so nach innen. Hier wird es so ein bisschen schwierig, deswegen brauche ich hier jetzt einmal eine Schere. Und mit der Schere schneide ich einfach hier die untere Ecke einmal ab. Das kann ich hier auch an der anderen Seite machen, einfach von dem Knick einmal schräg die Ecke abschneiden. So, dann kann man nämlich einfach das Ganze so nach innen falten. Und an der anderen Seite auch. So nach innen falten. Und es sieht schon ein bisschen aus wie eine Geschenktüte, eine 3D-Geschenktüte, aber die hat noch keinen Boden. Und das werden wir jetzt auch noch ändern. Das knicke ich jetzt einmal so hier hoch. Ich gehe wieder mit der Hand hier rein. Kann ich auch nochmal hier an den Seiten so ein bisschen das Ganze rausziehen. Und es entsteht hier unten ein Boden. Also die Streifen sind auch ungefähr so breit wie hier jeweils die Streifen. Man muss so ein bisschen vorsichtig falten. Und hier sind jetzt noch die Ecken, die ich eben abgeschnitten habe. Die falte ich jetzt einfach so nach unten. Und ich habe ja Washi-Tape, damit werde ich das Ganze noch ein bisschen fixieren. So, links und rechts habe ich jetzt einen Streifen Washi-Tape drüber geklebt. Und jetzt, damit die Tüte noch ein bisschen mehr Stabilität hat, falte ich den nochmal einmal so übereinander, ganz vorsichtig. So, einmal ganz platt falten. Dann steht hier auch nochmal ein neuer Knick. Und wenn man das jetzt nochmal auseinanderfaltet, dann steht die von alleine, weil jetzt hier noch so kleine Knicke dazugekommen sind und das Ganze ist jetzt einfach etwas stabiler. Jetzt kann ich die noch befüllen mit meinem kleinen Glücksschweinchen und ich falte das hier oben jetzt zu und klebe das mit Washi-Tape dann auch einmal zu. Da kann man super gut Washi-Tape benutzen oder ich benutze bei sowas auch immer ganz gerne so eine niedliche kleine Klammer oder so eine kleine Wäscheklammer oder vielleicht eine kleine Briefklammer. Oder eben einen schönen Streifen Washi-Tape.
Ich hatte jetzt ja schon so eine schöne bunte Tüte, aber man kann die Tüte natürlich auch noch super gestalten, je nachdem, zu welchem Anlass man das Ganze verschenken möchte. Vielleicht ist es ja zum Geburtstag, dann ist ja so ein schönes kleines Happy Birthday-Schild auch noch passend. Happy Birthday to you. Das klebe ich einmal hier oben dran. Und vielleicht noch Have a good day. Und die Kakteen finde ich super niedlich. Da klebe ich doch auch gleich noch einen mit dazu. Lieblings-DIY ist das Thema ja heute und ich arbeite total gerne so mit Papier und mit Stickern und wie ich eben auch schon gesagt habe, so Kleinigkeiten, die man schnell basteln kann. Das macht mir immer ganz besonders viel Spaß. So. Und schon ist die kleine Geschenkverpackung fertig, mit Stickern gestaltet, eine kleine Geschenktüte und da passt nicht nur so ein kleines Glücksschweinchen rein, sondern da kann man eigentlich alles Mögliche drin verschenken. Man kann das natürlich auch aus Papier machen, aber mit dem Briefumschlag geht es noch schneller. Ist ein schönes kleines DIY, wenn man ganz, ganz schnell ein Geschenk braucht. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, Hashtag Team Kati. Für mein Lieblings-DIY habe ich hier Wolle und meine Häkelnadel. Ich zeige euch ein kleines selbstgehäkeltes Herzchen und zwar aus dieser reflektierenden Wolle. Ihr seht, das ist einmal hier der farbige Faden in diesem hellen Rosaton momentan. Es ist so Wolle mit verschiedenen Farbverläufen drin und es ist so ein kleiner silberner Faden dabei. Der ist reflektierend, super praktisch und super schön für den Winter. Man wird halt eben richtig gut gesehen mit diesen reflektierenden Fäden dabei. Das Herzchen könnt ihr zum Beispiel in eure Schultasche machen, an eure Handtasche, an eure Jacken. Super praktisch dafür. Und ihr könnt aus der Wolle natürlich auch Mützen oder Schals machen. Und ja, wie ihr so ein kleines Herzchen macht, das ist auch super gut geeignet für Anfänger, zeige ich euch jetzt. Dafür nehme ich den Faden einmal und lege das Ende hier in meine geschlossene Hand. Zeigefinger und Mittelfinger strecke ich einmal aus. Da geht der Faden einmal drüber. Hinten herum und kommt hier wieder nach oben. Hier habe ich jetzt ein X. Ich fasse mit der Nadel zwischen beiden Fingern durch und hebe den Faden einmal nach oben hoch. Den habe ich jetzt hier. Dann nehme ich die Finger raus. Vorsichtig. Ziehe den Faden ein bisschen an. Ihr seht, hier habe ich jetzt so eine Rundung, einen Ring. Und den Arbeitsfaden, also das ganze lange, was hier dran hängt, nehme ich jetzt ganz normal in der Häkelhaltung auf meine Finger. Dafür hier zwischen kleinem Finger und Ringfinger durch und einmal um den Zeigefinger. Dann habe ich hier die Nadel und hole den Faden einmal durch, eine Luftmasche und eine zweite Luftmasche. Das ist schon mal der Anfang. Und der Rest des Herzchens wird hier in diesen Kreis gehäkelt. Dafür nehme ich dann einen Umschlag um die Häkelnadel, steche hier ein und hole mir den Faden hoch. Ich habe jetzt drei Umschläge hier auf der Nadel. Ich nehme wieder den Faden, ziehe ihn durch zwei durch und wieder durch zwei. Das ist ein Stäbchen gewesen und das häkle ich jetzt nochmal. Einen Umschlag nehmen, dann hier in den Ring einstechen, den Faden holen, durch zwei durchziehen und wieder durch zwei durchziehen. Ich habe jetzt zwei Stäbchen gehäkelt. Jetzt häkle ich halbe Stäbchen. Geht so ähnlich, ein bisschen schneller. Dafür wieder den Umschlag, herumstechen, drei auf der Nadel und ich ziehe es jetzt durch alle drei gleichzeitig durch. Das mache ich noch zweimal. Also Umschlag holen, Faden, drei, durch. Und nochmal. Also hier oben zwei Stäbchen und dann drei halbe Stäbchen. Jetzt kommt die untere Spitze des Herzchens. Dafür häkle ich wieder ein Stäbchen. Durch zwei und nochmal durch zwei. Ein bisschen Faden nachholen. Und jetzt wird das Herz eigentlich nur noch zurückgehäkelt. Ich drehe es einmal um. Ihr könnt die Herzform hier schon erkennen. Wenn man sie jetzt rüberspiegeln würde, wird es ganz genau entsprechend passen schon. Ich häkle jetzt wieder drei halbe Stäbchen. Eins. Zwei. Drei.
und 2 Stäbchen. Dafür wieder Umschlag, herumstechen, durch 2 und nochmal durch 2. Und nochmal durch 2 und durch 2. Hier unten hatte ich die 3 halben Stäbchen, jetzt die 2 Stäbchen. Ihr seht schon die Herzchenform. Jetzt fehlen natürlich noch die beiden Luftmaschen, mit denen ich auch angefangen habe. Die nehme ich jetzt auch. 1, 2. Und jetzt mache ich eine Kettmasche hier in den magischen Ring. Das heißt einfach nur, dass ich wieder herumsteche, den Faden hole. Und ich ziehe ihn jetzt direkt durch die zweite Masche, die ich hier, also den zweiten Faden, den ich auf der Nadel habe. Also einfach direkt durchziehen. So. Und jetzt habe ich das Herzchen hier, ich sag mal, offen liegen. Es ist eher so ein Halbkreis momentan. Ich nehme dann das Ende der Wolle und ziehe daran. Und ihr könnt sehen, der magische Ring zieht sich zu. Und so sieht dann mein fertiges Herzchen aus. Hier einmal von der Gegenseite. Ich schneide jetzt den Faden einmal ab. Und ziehe den Faden einfach raus. Damit meine ich, dass ich die Nadel vom Gehäkelten wegziehe, bis der Faden rausfällt. Dann steche ich hier durch die Mitte einmal durch und hole mir den Faden auf die Rückseite. Ich habe jetzt Anfangs- und Endfaden hier. Zur Sicherheit verknote ich die nochmal. So. Und jetzt kann ich hier oben direkt einen zweiten Knoten ansetzen. Dann habe ich nämlich direkt zum Beispiel ein Verbindungsstück zur Handtasche, zur Schultasche, zum Schlüssel. Und fertig ist der kleine Anhänger. Hier oben kann wieder abgeschnitten werden. Und so niedlich sieht das Ganze jetzt aus. Wenn ihr noch mehr Lust auf Häkelideen habt, könnt ihr natürlich auch mal bei meinem Kanal Tolle Wolle vorbeischauen. Da findet ihr auch viele Anleitungen für Mützen und Schals. Ja, das waren unsere beiden Ideen. Hoffentlich haben die euch gefallen. Kleine Erinnerung, Hashtag Team Eva, Hashtag Team Kati oder ja, Hashtag Team beide. Und ihr könnt natürlich auch wieder auf unsere App gehen und dafür das nächste Thema abstimmen für die nächste Woche. Für dieses Thema habt ihr euch ja auch entschieden. Und ihr habt natürlich wieder die Wahl unter 4 Themen für ein schönes Thema für nächste Woche. Und wenn ihr noch weitere coole Ideen habt, schreibt sie uns einfach unten in die Kommentare rein. Und wir sind natürlich auch super gespannt, was ist euer Lieblings-DIY? Vielleicht geht es in eine komplett andere Richtung als unsere Lieblings-DIYs. Schreibt uns das auch auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ja, sonst Daumen nach oben da lassen, unseren Kanal abonnieren, falls ihr den noch nicht abonniert habt. Und sonst sehen wir uns hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!